Let's go. Nobody listens to techno. Hey, ho. Oh. Huch, da kommt nichts. Ach so, nochmal. So, jetzt aber. Danke. Hallo beim Zylonensender, wie mir jemand kurzfristig ins Ohr geflüstert hat. Hallo Ben. Hallo. Hallo Jan. Moin. Jan hat sich neulich beschwert, dass ich ihn immer als letztes nenne. Seitdem nenne ich ihn immer als erstes oder zweites. Ist dir das aufgefallen, Jan? Natürlich letztes nicht. Letztes Mal war ich als dritter. Nee, na. Hallo Mario. Hallo. Und hallo Phil. Hallo, hallo. Ja, wir sind schon wieder vollständig. Wer hätte es gedacht? Überraschung! Viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Mal. Oh ja, oh ja. Ich habe diesmal einen Tee, Earl Grey. Naja, lauwarm, würde ich sagen. Hm. Schmeckt der? Ja. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Danke. Doc, 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 doc. Ja, wir reden schon wieder über Battlestar Galactica. Wer hätte es gedacht? Hält ja nix. Die Serie ist immer noch nicht vorbei. Mhm. I don't want the game to end. Und die Strömung erledigt den Rest. Will noch jemand ein paar Phrasen raushauen? Nein, die Strömung erledigt den Rest ist tatsächlich der Folgentitel von Episode 66. Und das ist die 11. Episode der 4. Staffel und die 71. Episode des Zylonensenders. Wie heißt denn die Folge auf Englisch, Ben? Sometimes a great notion. Weißt du wieso? Nein, aber ich werde Tim fragen. Moment, Tim, weißt du warum? Nee, ich weiß es nämlich auch nicht. Ich weiß nicht mal, vielleicht was. Vielleicht wollten sie was über was eine Great Nation sagen und haben sich verschrieben. Nation, ja, das dachte ich nämlich auch erst, dass es Nation heißt. Oder was hast du gesagt? Great Lotion. Lotion. Ich versuche gerade Notion zu. Begriff. Die Philosophie? Ah, warte, die BSG-Wiki rettet uns, unsere unwissenden Köpfe. Ach so. Ich frage dich jetzt einfach nochmal und dann tust du so, als wüsstest du es. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt. Wie ist denn der englische Titel, Ben? Moment. Sometimes a great notion. Notion? Was ist denn Notion, Ben? Das weiß ich nicht. Das hast du nachgucken wollen, hast du gesagt. Was? Ja, was bedeutet Notion? Okay, ich sehe schon, das wird nichts mehr. Wow. Also machen das jetzt nochmal. Ich dachte, die BSG-Wiki rettet uns. Ja, aber okay. Die ist auf Englisch, da steht auch fucking nochmal Sometimes a great notion. Also ich habe Notion, nachgeguckt, das heißt Philosophie. Philosophie, okay. Okay, also nochmal. Also. Nein, wir müssen vorne anfangen. Halt. Okay. Das kauft uns sonst keiner ab. Ben, wie heißt denn die Folge auf Englisch? Keine Ahnung. Ach so, Sometimes a great notion. Und wie ich schon nachgeguckt habe, bedeutet Notion sowas wie Philosophie. Und gerüchteweise stammt dieser Titel von dem Buch Sometimes a Great Notion von Ken Kesey, denn daraus begeht jemand Selbstmord, indem er wohl in einen Fluss steigt und ertrinkt, also bewusst in einen Fluss läuft und ertrinkt. Alles klar, somit haben wir zum Referenz. Für die Referenz, was ihr alles so spontan ist. Das ist allgemein. Am Samstag waren wir wandern und danach in so einem Restaurant und am Nachbartisch so saß so ein älteres Ehepaar und die Frau war kurz auf Toilette und der Mann hat sein Navi im Smartphone eingegeben. Das hat dann ganz laut angefangen, die Route vorzulesen. Und dann kam die Frau zurück und der war ganz stolz zu ihr. Hier, guck, ich habe jetzt hier
eingegeben als Offline-Route, also ohne Internet. Und da meint sie, es ist ja ganz stark. Das habe ich gerade so erinnert. Notion, also von dem Buch Notion. Wunderbar. Ein anderer Tisch war, hast du in der Doku gesehen, ein T-Rex konnte 40 Kilometer Aas riechen. Und dann meinte ein Kind, was ist denn Aas? Totes Fleisch. Weiter der Opa, 40 Kilometer, kann ich mir nicht glauben, wie wollen die Ihnen das beweisen? Und sein Schwiegersohn meint dann, ja, früher waren die Siedlungen aber auch weiter auseinander. Die Siedlungen vor allem. Als die Dinosaurier unterwegs waren, waren die Siedlungen noch, da waren die extrem weit auseinander. So, geht bis 90 Kilometer. Und da wunderst du dich, dass die Leute heute alle so dumm sind. Weil die halt kein Allgemeinwissen mehr haben. Genau, nicht Sometimes so wie du. Sometimes a great notion von Ken Kesey. Und Kiesel. Ich habe neulich irgendwo mal so, ich weiß, wo war das denn? Da ging es um irgendwelche Füchse, die geflohen sind und dann haben die sich ins Meer treiben lassen. Ich weiß nicht. Die Füchse. Ja. Bist du dir sicher, dass es Füchse waren? Ich glaube schon. Wir könnten es. Eisbären, Pinguine, Haie, Wale. Füchse? Hast du das aus dieser Folge? Das sagt doch. Ach, natürlich war das aus dieser Folge. Eben, Kabel. Boah, Kim, was willst du denn da machen? Das erzählt der alte Mann doch. Das wird die schlimmste Folge aller Zeiten. Ich bin jetzt so gespannt, wie du den Kreis schließt. Jan, du musst dich runterreden, du übersteuerst voll. Das knackst. Ja, aber okay. du bist schuld, Tim. Ja. In dem Moment, wo es peinlich wird für Tim, treten auf einmal technische Probleme an. Bei dem muss sofort geredet werden. Eine kurze Unterbrechung. Umbaupause. Ich habe mich runtergedreht, ist okay? Ja, sehr gut. Fantastisch. Ich brauche ein Taschentuch für meine Tränen. Okay, dann haben wir jetzt zum ersten. Ich habe Bauchschmerzen. Das ist sehr passend, weil in der Folge wird auch so viel geweint. Jetzt wissen wir wieder, warum der deutsche Titel so heißt, wie er heißt. Wir wissen, also die Strömung erledigt den Rest. Wir wissen, dass der englische Titel eigentlich das gleiche meint, nur viel subtiler verpackt ist. Aber das machen die ja oft, dass die auf irgendein Buch Ich habe in der IMDb gerade gelesen, the title is a reference to the folk song Goodnight Irene. Ja, warte, da sind die auch noch nicht. Denn dieses Lied kommt Bioshock. Es geht so, come on, Irene, la 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 la. Nein, das ist was anderes. Genau, das Lied kommt in dem Buch vor. Ach so. Ah. Echt? Bioshock Infinity? Ja, Infinity, ja. Da singen die das auf dem Jahrmarkt. Infinity. Ganz am Anfang. Sometimes a great notion. Können wir jetzt mal anfangen? Vielen Dank. Vielen Dank, Ben, für diese Erklärung. Jo, bis dann, ciao. Die Episode wurde geschrieben von Mario. Bradley Thompson und David Weddle. Danke, Mario. Und Phil, dann sagen wir uns doch noch, wer Regie geführt hat. Michael Lenkin. Wow. So, ja. Das ist... Wollen wir nochmal anfangen? Nein, das ist der beste Schritt. Ja, wirklich. Immerhin hast du den Titel richtig genannt von unserer Sendung. Ja, du hast mir auch vorher einsouffliert. Soufflés. Das ist das, was immer zusammenfällt, wenn man es aufbackt. Wenn du die Tür aufmachst. Ja, genau. Bei uns natürlich nicht. Die Folge schließt unmittelbar an die letzte Folge zur Erde an. Haben wir auch beim letzten Mal ja schon drüber geredet, dass das sozusagen ein Staffelfinale war und dass hier das, ja, ein Zwischenstaffelfinale und dass das hier nach der Pause dann die erste Folge war, die den Cliffhanger sozusagen auflöst, nämlich was passiert jetzt, nachdem sie die Erde gefunden haben, aber enttäuscht sind von der Erde. Und die Zusammenfassung macht Mario. Ja, die Erde ist verwüstet worden. Jeder versucht jetzt irgendwie damit klarzukommen. Die einen sind alles super traurig, die einen saufen, die anderen weinen. Die anderen nehmen sich das Leben. Sie kommen drauf, dass die Leichen dort, also die Skelette, die sie gefunden haben, eigentlich Zylonen sind und keine Menschen. Das heißt, die 13. Kolonie bestand aus Zylonen.
Sie feeden auch ein paar Exemplare von ganz alten Centurio Modellen. Und ja, aber am Ende der Folge fassen sie wieder Mut, denn sie wollen etwas erreichen, das sie seit 3,5 Staffeln schon versuchen zu erreichen. Eine neue Heimat zu finden. Das ist die Zusammenfassung. Okay, vielen Dank. Naja. Und du hast nicht mal gesagt, dass enthüllt wird, wer der Letzte zu lohnen ist. Na, das wollte ich ja auflassen wieder für unsere Diskussionen da. Da kann man auch noch drüber diskutieren, weil das ist durchaus doppeldeutig, wer das. Es gibt nämlich zwei Kandidaten weiterhin, finde ich. Bin ich ja mal gespannt. Es fängt auf dem Planeten an, oder? Ja, die machen die. Oh, der Jan lacht schon, wollte was sagen. Ja, weil plötzlich dieser Scientologe wieder zum was auch immer Wissenschaftler wird. Hä? Scientologe? Ja, der spirituelle Anführer. Ach so, ja, stimmt. Hat jetzt wieder seine Wissenschaftskarriere aus dem Koffer und sagt, als wäre nichts gewesen. Hintergrundstrahlung. It's already in the water and the food chain. Tell them don't drink and eat. Ja. Und nachher hat er sogar einen weißen Kittel an. Richtig. Noch wissenschaftlicher geht's ja nicht. Es ist einfach, weil er der einzige Wissenschaftler in der Flotte ist. Die anderen sind alle draufgegangen. Ja, und die hat alle töten lassen. Ah, das wäre auch so geil, wenn irgendwann rausgekommen wäre, dass er halt Doktor der Literatur oder. Ja, aber er wirft halt seinen ganzen spirituellen Kram von den, davon merkt man nichts mehr in dieser Folge. Richtig, du hast vollkommen recht, diese ganze Truppe ist weg. Ja, in der vorigen Folge ist er ja auch da, wenn gezeigt wird, wie die ganzen Leute die Erde, die Ankunft bei der Erde feiern, dann steht er inmitten seiner Mädels und hebt die Hände so. Aber ich glaube in der Folge auch. Reichen wir uns die Hände. Ich bild mir in und der jetzt Folge ist er wieder 100% Wissenschaftler, also go. Schön, wie du dir das Argument von Mario einfach überredest. Was war denn das Argument? Ich war, Mario ist einfach viel zu leise. Ach so. Er hat gemeint, in dieser Folge kennt das aber, glaube ich, auch vor. Am Ende, ja. Ich sag wieder bei seiner Truppe da, als die Ansprache kommt vom alten Mann. Aha. Aha, ja, zum Vögeln geht er nach Hause. Okay. Naja, natürlich. Zieht er den Kittel mal aus. Hat Feierabend, ich bin wieder Priester. Ich bin zu Hause. Komme zu mir, meine Kinder. Ja. Nein, oh nein. Komme in euch, meine Kinder. Okay. Gut. Machen wir ja, weiter. Ja, also, ich weiß nicht, es gibt sehr viele Handlungsstränge in der Folge. Ich würde sagen, packen wir uns einfach, ziehen wir uns die interessantesten aus. Ich fand am interessantesten eigentlich die von den Zylonen, oder? Von den letzten Vieren. Dass die sich erinnert haben, wie sie da gelebt haben auf dem Planeten. Es fängt ja mit Tiro zum Beispiel an. Er entdeckt ja, ich weiß nicht, kann man das sagen? Ein Schatten von sich? Ja, also es ist, glaube ich, kein Schatten, so? Sondern da ist er irgendwie verbrannt, denke ich mal. Es ist er. Wie nennt man das? Da gibt es ja nicht einen Begriff, wenn da irgendwie so ein Rest übrig bleibt. Asche. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dreck. Ich weiß nicht. Dreck. Dreck von Silhouette. Er findet Dreck. Er findet Dreck. Dreck. Ach, das muss mein Dreck sein. Menschen. Ja, und dann erinnert sich halt, was passiert. Die ist vor 2000 Jahren. Also vor 2000 Jahren ist anscheinend eine Katastrophe passiert. Darauf sind sie schon gekommen. Und man sieht halt in einer kurzen Rückblende, wie er gelebt hat anscheinend früher. Ganz anders, als wir ihn kennen. Wirklich ein ganz braver Bub, der Obst kauft am Markt. Und dann geht halt die Bombe los. Anders entdeckt ein Instrument, die Musik, die wir immer gehört haben. Ein Gitarrenhals. Ein Gitarrenhals. Ja gut, aber das haben ja viele. Das heißt nicht alle Gitarren, oder? Ja, ist ein Gitarrenhals? Du hast gesagt, ich weiß es nicht. Ich wollte dir nur helfen, Mario. Auch ein Hals. Ich weiß nicht. Ein Gitarrenhals. Oh, ich habe Gitarrenhals. Ich glaube dir, weil du spielst der Gitarre. Eben. Tim auch laienhaft, deswegen hätte er es auch erkennen können. Ich dachte, es wäre eine Ukulele gewesen. Und schon sind wir wieder bei Stefan Raab. Oh nein, nicht schon wieder. Das riecht nach Ärger. Nein, es war natürlich der Gitarrenhals, der auch, da kam ja auch dann wieder die Musik. Mhm.
Denn wer hat das Lied gespielt? Bob Dylan. Ja, nicht in dem Universum. Sam Enders. Ja, Sam Enders, für die anderen. Fun Fact, Bob Dylan hat gesagt, es ist ab jetzt Jimi Hendrix Song, als er Jimi Hendrix Version gehört hat. Hm. Bob Dylan ist ja grundsätzlich besser als Songwriter, als ja, als Performer. Performer, ja, ich mag, ja. Wieso muss ich denn immer weitermachen, wenn ihr euch in eine Sackgasse manövriert? Wir können ja fertig mit Gitarre spielen oder nicht? Wir können ja sagen, er findet raus, dass er den Song geschrieben hat oder performt hat und dann kommt Tori ja noch dazu und sagt, du hast ihn für uns alle gespielt, weil anscheinend entweder waren die damals schon befreundet oder er war eine große Nummer auf dem Planeten und Ty war damals auch schon alt in seiner damaligen Version, weil er hat auch noch so ein Backflash. Und trägt einen Anzug und läuft im Gebäude herum nach der ersten Explosion anscheinend, denn da gibt es schon überall Fragmente und trägt einen Anzug und findet eine Person, die er auch schon kennt. Aus seinem Leben als Colonel Ty. Aber weiß Ty nicht. Hat sein Erlebnis dann alleine ganz am Ende, während die anderen ja darüber reden, die anderen drei. Genau, die haben es recht zeitnah im ersten, keine Ahnung, Drittel der Folge ungefähr. Ja. Ziemlich schnell beschließen sie abzuhauen wieder von dem Planeten, weil was will man hier noch machen, wenn alles verseucht ist und alles verdorrt? Ja, Dingsy hier, Starbuck findet doch sich noch auf dem Planeten. Richtig, sie bleibt ja auch viel länger da als die anderen, aber der Admiral und die Präsidentin hauen ja ganz schnell schon. Ach so, wieder. Ich dachte, du, ja. Mhm. Ja, sie kommen ja zurück mit dem Raptor. Und natürlich ist der gesamte Hangar voll von gespannten Crewmitgliedern. Und die kommen raus und die Präsidentin hat eben keine Worte, das zu beschreiben, was sie vorgefunden haben. Schüttelt einfach nur den Kopf, sagt, get me out of here. Und dann bringen sie raus und Lee versucht eben, die Situation zu beruhigen, indem er sagt, es wird eine Pressekonferenz geben, es wird eine Pressekonferenz geben. Ihr werdet alle was erfahren, was los ist. Aber durch das Kopfschütteln ist eigentlich schon alles klar. Ist alles klar und ich finde es so geil, wie schnell das dann geht, dass die Galaktika so alles völlig zumüllt. Endlich kann irgendein Typ gemeint, seine Leute so nackt durch die Gänge rennen. Das ist stimmt. Echt nur, wie im Haus das Verrückte macht. Das mit der Erde hat nicht funktioniert. Oh ja, okay, dann ist egal. Und die dann Leute kann ich meine Spraydosen rausholen. Ja. Fuck Earth, frack Earth. Ja, aber ich fand das. Ja, das war natürlich sehr krass dargestellt, aber da haben halt auch viele alles drauf gesetzt. Und ja. Ich mache mich ja nur ein bisschen lustig drüber. Das ist halt so, weißt du, Adama und Roslin verlassen so den Hangar und hinter ihnen fangen alle schon an, irgendwie die Bude einzureißen. Dinge abzureißen und Fenster Leute, die Feuer anzuzünden. Mülltonnen brennen. Scheiße, an die Wand zu schmieren. Für mich auch erstmal in einen Zeitstrahl gerückt, als ich glaube, Adama war es, der eben sagte, vor 3 Jahren habe ich gesagt, also irgendwann in der Folge sagte er, wie lange die schon unterwegs sind. Und da habe ich dann erstmal gecheckt, 3 Jahre sind die unterwegs? Also ja, mit der Zeit auf Neu-Caprica natürlich. Eine Staffel ungefähr 1 Jahr. Donnerwetter. So lange haben sie bei der Franklin-Expedition im Eis gesteckt. Und da haben sie keine Feuer, doch haben sie bestimmt auch. Meinst du, die haben da Feuer gemacht? Hoffentlich. Ich habe Feuer gemacht. Das war eine andere Situation. Verdammt, ich verwechsel immer diese Filme. Ich habe ja gestern schon gepostet, woran ich mich erinnern musste, scherzenderweise, und zwar an Ritter der Kokosnuss, die ja irgendwie den halben Film lang reiten, um nach Camelot zu kommen. Und wenn sie dann angekommen sind, sagen sie, jetzt umgedeutet auf Battlestar Galactica, on a second thought, let's not go to Earth. It's a silly place. Und dann reiten sie weiter. Ja, weil dort nur gesungen wird. Genau. Ja. Überall die Franzosen auftauchen. Ja,
Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum, also ich meine, die wissen es wahrscheinlich nicht, aber die könnten ja mal den Mars anfliegen. Vielleicht wurde der Mars ja terraformt. Vielleicht. Die kennen den Mars aber wahrscheinlich gar nicht. Nö. Aber ich finde es halt lustig, dass in halt diesen, es gibt im, meistens immer nur einen Planeten, aber so ist das halt häufig. In Sonnensystemen, auch bei Star Trek. Das hier ist CT Alpha 5. CT Alpha 6. Was ist mit den vier anderen? Da gab es mindestens CT Alpha 5 und 6. Demnach gab es wahrscheinlich auch 1, 2, 3 und 4. Dämliche Nomenklaturregel. Zählt man von innen oder von außen an zu zählen? Damit kann man ja nichts anfangen. Ich glaube, man muss von innen zählen, weil es kann ja immer sein, dass man außen noch einen entdeckt. Oh ja, das kann gut sein. Es ist aber tatsächlich so, weil die Erde ist Nummer 3. Ja. Ich werde Nummer 3. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr niedergeschlagen. Man sieht auch schon die ganze Zeit auf dem Planeten schon, dass die ziemlich mit der Situation kämpft. Sie buddelt ja auch da irgendwie im Sand rum und platscht da im Wasser rum und heult die ganze Zeit. Und auch auf dem Rückflug. Ist nicht auch irgendein Spielzeug, irgendwas, was auf Kinder irgendwie schließen lässt? Ich dachte, es wäre ein Rangabzeichen oder sowas, aber vielleicht war das auch Spielzeug. Ich habe es nicht. Ich glaube, es war irgendein Spiel. Ja. Das sah aus wie kleine Basisschiff-Miniaturen. Auf den ersten Blick. Ach nein, sie hat Warhammer gefunden. Ja, piu, piu. Und dieser Strang geht ja jetzt so eine ganze Zeit noch weiter. Und zuerst sieht man dann, wie die noch sich um das Kind kümmert von Athena und Hilo. Hilo. Ja, vorher sitzt sie ja noch im Cockpit des Raptors und sagt Völchen, es wird alles wieder gut, es wird alles wieder gut. Da ist ja schon so katatonisch, nennt man das so? Ja, 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 kann man sagen. So. Und dann scheint sie sich halt so ein bisschen zu fangen mit dem, das auf das Kind aufpassen und sagt dann noch so, du hast keinen blassen Schimmer, was heute passiert ist. Für dich ist es ein ganz normaler Tag. Mhm. Und dann trifft sie sich ja noch mit Lee. Genau. Gehen einen heben. Richtig. Und sagt, das war die schönste Zeit der letzten Monate für sie. Geht dann zurück in ihr Quartier, wo noch Felix Gator ist, der dann rausgeht. Im Hintergrund ist noch irgendeine Statistin, die sich gerade anzieht und aus ihrer Koje kommt. Und die verschwindet dann plötzlich, also löst sich in Luft auf. Okay. Vielleicht oder geht in der Zwischenzeit mal raus, keine Ahnung. Ja. Ja, und dann geht Gator raus und dann erschießt sich die. Ja. Ja, dann landet sich ihr verträumtes Lächeln in so ein ganz emotionsloses Gesicht und sie ballert sich die Rübe weg. Ja. Muss ja sagen, beim ersten Mal gucken kam das leicht unerwartet. Ja. Ja, für mich kam das sehr unerwartet, weil ich kenne die ganzen Folgen ja jetzt gerade nicht. Da war ich ziemlich so, Also ich wusste, irgendwas ist da im Busch, weil dieses Detail, was eben da angelegt wird, dass erst das Foto von ihr als kleines Kind gezeigt wird und sie sagt, ja, sie wusste damals auch noch nicht, also sie mit sich selber meint sie da, was passieren wird und dann wie sorgfältig sie ihre Doc-Tags oder ihre Kette aufhängt. Und dann den Ehering noch darüber hängt. Also diese ganze Sorgfalt und Achtsamkeit in dieser Szene, die hat irgendwie schon so ein kleines Foreshadowing zu mir gemacht, oder für mich gemacht, oder was auch. Ja, es sind ja auch so Anzeichen, dass viele Bände ja dann so wirklich alles, die machen ja noch, schauen, dass noch alles irgendwie ordentlich zurückgelassen wird und dann beenden sie es erst. Ich habe aber vergessen, dass sie es macht. Ich habe gewusst, sie stirbt, das wusste ich, aber ich habe vergessen, wie sie es macht. Und dann, als ich dann gesehen habe, oh scheiße, sie tut es jetzt wirklich. Tu es nicht, ich habe dich bis hierhin schreien gehört heute. Ja, also wenn man, also ich wusste es irgendwie schon, ich wusste, dass da was war, ich wusste jetzt nicht genau, was war. Ich hatte auch irgendwie so ein leichtes Déjà-vu, weil Kelly, nee, was war denn, irgendjemand Luft schleust sich doch irgendwann mal selbst, oder? Das war ja bei Kelly nicht so. Die wird ja rausge... Die wurde nicht wieder rausgeschlossen, ja. Ich weiß nicht, hat sich nicht schon mal irgendjemand umgebracht? Jemand hat sich selbst umgebracht? Durch die Luftschleuse?
War das nicht mal Leoben in der ersten Staffel? Damit Der wurde geluftschleust. Ja, ich weiß. Ach, so war das, okay. Gut, auf jeden Fall habe ich irgendwie... Also ich hatte auch so eine Erinnerung, aber der Charakter ist bis heute nicht gestorben. Okay. Na gut. Ich habe auf jeden Fall gewusst und schon gedacht, ah, da war was. Ich glaube, die erschießt sich irgendwie einfach oder so. Da bringt sich ganz unvermittelt um. Und es gibt halt aber auch wirklich die ganze Zeit schon so Anzeichen, dass sie extrem schlecht mit dieser Situation umgeht. Und man muss auch sagen, so viel Screentime, wie sie jetzt vorher hatte, hatte sie in der ganzen Staffel, glaube ich, noch nicht. Das war schon sehr auffällig, dass sie jetzt nochmal sehr viel Screentime hatte. Also ich glaube, also man hätte das schon rausdeuten können aus ihrem Verhalten davor. Aber ich fand das auch beim ersten Mal total überraschend. Und Apollo auch. Ja, gelinde gesagt, ja. Eigentlich. Und Gator ja auch, der dann sofort zurückrennt, rennt in Anführungsstrichen, als er das gehört hat. Ja, mittlerweile hat er ein Ersatzbein, ne? In der Folge davor so hatte damit. Er noch keins. Ja, ich finde es noch nicht so geil, man merkt es ja. Ich glaube, war die Szene schon auch im CIC, wo er zurückkommt in Uniform? Ja. Ja, das war, glaube ich, in der letzten Folge schon, aber wo ihm schon was runterfällt. Genau, er ist ja nicht so mobil mit dem Ding. Ja, genau. Ja, und er schreit noch nach dann, Medic, dann aber gibt's zu spät. Die, so Starship Troopers-mäßig. Nachdem der alte Adama sich dann noch von ihr verabschiedet hat, da gab es dann eben die Szene, die ich so witzig fand, wie er sich von irgendeinem Marine die Waffe geben lässt und dann so durch das Schiff läuft und da halt so dann so ein bisschen inszeniert wird, wie sie, Leute prügeln sich, rauchen. Das war plötzlich, ja, aber das ist auch oft so. Auch in irgendwelchen Horrorfilmen, in irgendwelchen Hütten oder irgendwelche wissenschaftlichen Labore, wo irgendwas ausbricht und 3 Minuten später sieht es so aus, als hätte da 8 Jahre niemand mehr geputzt. Da denke ich auch immer, wie schaffen die das in so kurzer Zeit? Andererseits, wenn ich bei mir hier einmal aufräume und dann verlasse ich meine Wohnung, komme wieder zurück und da zieht es auch schon. Deswegen räume ich nicht auf. Bleibst nur auf einem Fleck sitzen, dann ist alles gut. Ja, drumherum ist ja kein Platz mehr, da ist überall Dreck. Ich kann mich nur noch im Kreis drehen. Ja, und dann geht ja Adama mit der Waffe zu Tai und provoziert ihn so, weil er sich davon, weiß ich nicht, entweder erhofft, dass er ihn erschießt oder es nicht tut. Ja, weil er halt einfach selber gerade auch ein bisschen überfordert ist und es gibt halt nur eine Person hier, naja, Roslyn vielleicht noch, aber auf jeden Fall von den ganzen Soldaten ist Tai ja der Einzige, vor dem er so Schwäche zeigen kann, ja, und also zugeben kann. Ich habe auch keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Genau. Was machen wir denn jetzt? Zu Roslyn kann er ja auch nicht gehen. Denn die Szene war ja schon davor. Die verbrennt ja gerade ihre Schriften der Pythia und ist auch im Arsch. Und sagt ja auch noch so, als Adama zu ihr kommt, dass er gehört hat, dass sie ihre Behandlung ausgesetzt hat. Mhm. Und dann sagt sie, ich habe keine Lust. Und dann sagt er, das heißt, du gehst ein andermal. Und dann sagt sie, nein. Und dann merkt er irgendwie, dass sie auch gerade irgendwie so abgeschlossen hat. Und außerdem verbrennt sie ihr Buch. Ja, also da geht er dann auch wieder weg und kann nichts tun. Ach so, und sie sagt noch, es war dumm, dass du auf mich gehört hast die ganze Zeit, weil ich habe mich geirrt. Also sie ist völlig damit jetzt, sie ist am Ende, sie weiß auch nichts mehr. Und dann weiß ich nicht, wie es, ach so, jetzt zurück bei Tai. Tai durchschaut dann aber, dass Adama ihn provoziert. Ja, er hat halt dann gecheckt, okay, der möchte das selber nicht abdrücken, er möchte lieber erschossen werden von einem Zylon. Das ist ihm angenehmer, als selbst den Abzug zu drücken. Naja, der checkt vor allem, der braucht jetzt mal wieder hier eine ordentliche Ansage von seinem Freund. Die kriegt er auch. Oh ja. Er nimmt zwar die Flasche weg, aber trotzdem hat er das Glas vergessen. Da war noch genug drinnen. Dieser Trottel. Und wie er das runterschluckt, oh mein Gott. Das muss ja brennen.
Ey, wie Leute Whiskys in Filmen trinken, macht mich immer fertig. Ja. Wie die das immer alle runterstürzen. Die Apfelsaft. Es gibt auch das Spiel immer, wenn Adama einen Whisky trinkt, bei Battlestar muss man auch einen trinken. Ja, aber nicht runterschütten. Aber dann würde man auch Staffel 4 nicht lange überleben, glaube ich. Nee. Und es wäre sehr teuer. Ja, wie endet diese Szene denn eigentlich? Er liest ihm die Leviten? Ja, und dann raffen sie sich auf und nachdem er dann kurz sieht, wie, was du vorhin schon angesprochen hattest, wie Apollo von der Gesamtbevölkerungszahl die letzte Ziffer wegstreicht. ja, gehen sie dann zusammen ins CIC und sagen, hier, jetzt, es wird wieder gearbeitet, wir haben uns gefangen, neuer Plan. Wir springen dahin und machen wieder. Ja. Und dann sagt er noch irgendwie, dann gibt es noch diesen Funkspruch an, ja, ich glaube, das dann noch ein bisschen später, also ein Funkspruch an die Crew, eben so eine haltet durch Rede. Mhm. Ja. Na, viel bleibt denn ja eh nicht mehr übrig. Müssen sich jetzt eine neue Heimat suchen. Und dann sagt er ja auch noch, ich glaube, Hoshi, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Hoshi. Oh ja, so heißt er doch, oder? Ja, mit einem langen O. Achso, Hoshi. 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 Soll dann die Zylonen fragen, ob sie jetzt mitkommen wollen oder ob sie da bleiben wollen. Weil anscheinend hat Adama jetzt so den Schluss gefasst, okay, wir arbeiten jetzt zusammen. Wir gehören jetzt irgendwie zusammen. Und da packen die ja eh ihre Sachen auf dem Planeten und Jane ist unten mit Tai. Und sie hat die Hoffnung wirklich aufgegeben. Sie meint, na, was bringt das eigentlich? Das ist schon mal passiert. Das wird wieder passieren. Das ist ein ewiger Teufelskreis. Lieber bleibe ich hier und sterbe hier bei meinen Vorfahren und ich breche aus diesem Teufelskreis eigentlich aus. Und da meint Tai, ja, da kennst du den alten Mann sehr schlecht. Und das habe ich nicht verstanden, warum der alte Mann sie daran hindern sollte. Ich habe eher so gedacht, okay, vielleicht, weil er so gut jemanden überzeugen kann, an seiner Sache zu glauben oder so, dachte ich jetzt. Aber was anderes wäre mir auch nicht eingefallen. Also was sonst ein bisschen deplatziert sonst. Ja, ist die denn jetzt da geblieben oder ist die mitgekommen? Das wird nicht so richtig erklärt. Oder? Sieht man, glaube ich, aber schon so verstanden. Man sieht ja auch gar nicht, wie sie weggehen. Die Folge endet ja vorher. Stimmt, die endet genau. Dann im Wasser. Ja. Haben wir das mit Starbuck eigentlich schon gemacht? Nee, das müssen wir noch machen. Und vorher will ich noch eine Frage stellen, denn es kommt ja auch zwischendurch noch raus, ihr habt ja schon gesagt, Wissenschaftler Balta, der findet ja raus oder sagt dann irgendwann in einer Diskussion, sie denken erstmal, das ist so, dass auch hier die Menschen ihre eigenen Zylonen gebaut haben, ihre künstlichen Intelligenzen und die sie auch vernichtet haben. Und dann sagt Balta so, haben wir auch gedacht, aber sind alles Zylonen. Also sind so Halbzylonen. Echt? Ich dachte, das wären sagen sie. Alles, es sind keine Menschen unter denen. Genau. Ja, so, genau. Also sind alles die letzten fünf sozusagen, so wie die letzten fünf sind. Genau, der 13. Stamm bestand quasi auch aus Zylonen oder menschlichen Zylonen. Genau. Ich fand das schon ziemlich cool. Ich hatte das nämlich auch vergessen, diese Info. Das war schon ziemlich cool. Ich meine, dass die letzten fünf, also die letzten vier, die wir jetzt halt kennen, doch irgendwie anders sind als die anderen Modelle, das ist eh irgendwie klar gewesen, glaube ich, jetzt die ganze Zeit. Ich hätte es aber auch cool gefunden, wenn das tatsächlich so ein Loop gewesen wäre an der Stelle. Dass die tatsächlich sozusagen das, was alles schon mal passiert ist und wieder passieren wird, jetzt hier erlebt haben. Aber offensichtlich war es ja anders. Andererseits ist die Serie ja auch noch gar nicht zu Ende. Stimmt. Genau, vielleicht kommen wir noch zu dem Punkt. Vielleicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, ob das nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Ich auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Komm, jetzt tu nicht so, als würdest du das noch wissen. Natürlich, ich weiß ganz genau, wie die Serie aufhört. Ja, aber wie die Serie aufhört, hat ja jetzt hiermit nichts zu tun.
Das weiß also ich schon auch. Die letzte Szene kenne ich auch noch. Ja. Vergisst man auch nicht. Okay, okay, okay. Das ist wie überall, jedes Jahr. Genau. Also, Folgendes passiert am Ende. Spartacus stirbt. Ja. Kommen wir. Was? Ich wusste es. Kommen wir zu. Allgemein wissen. Zu Starbuck würde ich jetzt erst kommen, genau. Ja. Mario, Starbuck. Oh, ich. Ja, sie sucht mit einem super riesigen Gerät nach dem Signal, das natürlich die ganze Zeit erfasst hat, die Viper. Sie nähert sich natürlich dem Signal, will natürlich wissen, woher kommt das Signal die ganze Zeit. Leoben begleitet sie und verstreut findet sie dann auf dem Weg eigentlich zum Ziel dann ein Trümmerteil, eine Viper mit einer Kennung. Und das ist dieselbe Viper-Kennung, die sie halt hat. Das ist ihre, welche, keine Ahnung, ich habe mir, glaube ich, nur NC gemerkt. Ja, und da sagt Leoben schon, oh oh, lass uns lieber gehen. Der hat nur überschlechte Omen gesehen, während er sie begleitet hat. So ja. Jetzt kommt alles zusammen. Ja. Und er meinte dann, na, vielleicht soll es nicht sein, kehren wir lieber um, aber sie will es ja endlich wissen. Die entdecken dann wirklich ein Wrack von einer Viper und es ist eigentlich ihre Viper. Und eine Leiche ist auch drin im Cockpit und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es sie, weil die Leiche trägt nämlich ihre Halskette, wo Carol Frays draufsteht. Und Leoben ja, kann das eigentlich nicht erklären, weil sonst ist er wirklich ein Mann, der immer Antworten hat auf alles. Aber diesmal ist er wirklich sprachlos und geht einfach und sie ist ein bisschen ja, durch den Wind, verständlich. Weil eigentlich findet sie da gerade ihre Leiche eventuell. Ja. Wie würdest du reagieren, ne? Ja, wie hast du reagiert, Jan? Du hast es ja zum ersten Mal gesehen. Hast du irgendeine Theorie, irgendwie was? Ich habe erst gedacht, also die wenn die zu diesem Cockpit kommen, weil, also sie ist ja abgestürzt durch diesen Sturm und ist mit einem komplett neuen Viper zurückgekommen. Ich habe halt irgendwie an Zeitreise direkt gedacht. Ich habe gedacht, die und dann wurde ihre Erinnerung daran gelöscht, weil sie kommt dann ja mit der komplett neuen Viper zurück zur Flotte und sagt, ich war auf der Erde und es war wunderschön. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss das 2000 Jahre mindestens her sein, also, weil sie kann ja nicht sagen, es war wunderschön, wenn alles zerbombt wurde. Aber als sie dann das Cockpit umgedreht haben und da ihre Leiche drin ist, mit ihrem Doc-Tag, da war dann meine ganze Theorie für die Katz. Und dann habe ich aufgehört, drüber nachzudenken. Dann warst du angefressen. Nee, dann habe ich halt gedacht, das ist mir jetzt zu kompliziert. Keine Ahnung, was hier abgeht. Das kann ich voll verstehen. Da war ich so ein bisschen auf Leobens. Dass man einfach so, Schiene. Oh ja, gut, das werden die mir bestimmt noch irgendwann erklären. Und wenn nicht, dann... Der erst mal drei Schritte zurückgegangen ist, Leoben, dann. Ja. Oh, shit. Ja. Weil er hat dann ja auch keine Ahnung mehr, wer gerade die Kara Trace ist, die da vor ihm steht. Ja, genau. Das ist ja, ich glaube, er hat sogar ein bisschen Angst, wer die Kara Trace ist, die da vor ihm steht. Oder wer überhaupt vor ihm steht. Wer überhaupt steht. Genau. So richtig Sinn macht das ja auch nicht, dass da jetzt das Schiff abgestürzt ist, weil die ist ja definitiv nicht auf diesem Planeten abgestürzt, sondern die ist ja auch in diesem Sturm explodiert, oder? Das hat ja Apollo gesehen. Das hat Lee gesehen, genau. Mhm. Aber nur weil und er. Und Augenzeugenberichte sind unfehlbar, wie man weiß. Das haben alle Zuschauer gesehen. Ich kann dir es jetzt noch zeigen. Ich muss nur zurückspulen, meine Videokassette. Das solltest du eh immer Videobeweis. Zur Videothek kriegen. Das solltest du machen, ja, sonst musst du 2 Mark bezahlen. Sie sagt auch was Interessantes noch. Sie erzählt den Leoben, dass der Hybrid zu ihr gemeint hat, sie ist der Vorbote des Todes. Sie wird alle irgendwie in den Tod führen oder sowas. Da hat er auch noch mehr Angst. Ja, was? Das hat sie echt gesagt?
Was man halt so sagt, wenn jemand gerade schon 2-3 Schritte von dir zurück Okay, fürchte dich nicht. Ich bin der Vorbote des Todes. Und ich bringe Verwüstung. Cool. Ich bringe Liebe. Wir sehen uns morgen. Ich bringe Liebe. Brecht ihm die Beine. Aber das, was der Hybrid gesagt hat, ist ja, glaube ich, fast alles jetzt eingetroffen, oder? Nur das mit dem Vorbote des Todes halt noch nicht. Die sterbende Anführerin oder was mit? Ja, die 3 ist es, die 4 werden sie zur Erde führen, bla bla. Und werden die letzten 5 erfahren im Opernhaus? Genau, das heißt nur noch Vorbote des Todes fehlt eigentlich noch. Oh shit. Oder ist das vielleicht schon gemeint? Mit vielleicht war das schon gemeint, genau. Ja. Vielleicht, weil sie hat ja genau letztendlich das gefunden, den Tod, also das, den Ort des Todes. Ja. Das wäre aber dann schon, ja, gut, der ist ja auch wirr, dieser. Das ist sehr Meta gerade. Dieser Zylon, wie heißen die? Hybrid. Hybrid. Ja. Naja. Und dann kommt Kara zurück und will das Lee sagen, weil sie es jemandem sagen muss, aber dann erfährt sie das von Dee und sagt auch nichts. Ja, wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen viel gewesen. Genau. Du, ich bin übrigens auch tot. Übrigens, der Vorbote des Todes. Ach, Kara, immer musst du im Mittelpunkt stehen. Wir sollten das Dee sagen. Oh, nein. Kann sie den Kopf darüber zerbrechen. Oh. Blödes Timing heute, hä? Ja. Ja, und dann passiert, glaube ich, nur noch das mit Tai, oder? Also was wir dann erfahren am Ende. Richtig. Ach so. Genau. Phil, sag doch, was mit Tai passiert. Weil du warst es so gespannt, dass ich sage, es gibt 2 Möglichkeiten. Ach so, ja, wir erfahren durch Thais Augen, wer der letzte unbekannte Zylon ist, weil er hat dann auch so eine Vision wie die anderen eben schon über sein früheres Leben auf der Erde, und der hat halt eben schon er hat schon damals mit Ellen zusammen gewohnt, die eben der letzte fehlende Zylon ist. Ja, er sagt zumindest Tai. Weil er ist davon überzeugt, weil er sie auch sieht. Und wenn sie auf dem 13. Stamm gelebt haben muss, muss sie ja dann wohl auch ein Zylon sein. Aber Ellen ist ja tot. Und wir wissen ja nicht, ob die auch wiederbelebt wird, ob es sowas gibt bei diesen letzten 5. Aber Starbuck ja noch lebt. Und die ist ja jetzt irgendwie auch mit diesem Planeten irgendwie verknüpft. Also vielleicht kommt ja, aber das hat doch überhaupt gar nichts mit der jetzt erklärt. Das ist deine Erklärung dafür, dass es 2 Möglichkeiten gibt. Ja, aber das könnte auch irgendjemand anders sein. Was? Das ist doch Quatsch. Was ist denn da dran Quatsch? Dass die Ellen ganz eindeutig da zu sehen ist. Sie reden miteinander. Ellen sagt, hier. Ja, Ellen hat schon vor 2000 Jahren gelebt, Starbuck nicht. Ja, und? Wer sagt das denn? Das hat doch Tai sagt das. Wer sagt das denn, dass Starbuck nicht schon vor 2000 Jahren gelebt hat? Ja, aber dann wären es ja 6 Zylonen. Ja, aber wir sehen Ellen? Doch, Ellen war da. Ja. Starbuck, okay, vielleicht gibt es noch einen. Es haben auch noch 100 Milliarden andere vielleicht auf diesem Planeten gelebt. Ja, aber sie sagt doch, hey, alles cool, unser Plan steht. Wir werden ja dann später wieder zusammen sein. Wir sind gut vorbereitet. Ja, aber sie ist doch tot. Sie haben sagt auch keinen Hinweis. Dann ist der 5. Zylon halt einfach tot. Dann ist genau. Aber das ist ja Quatsch, dass der 5. Zylon tot ist. Wir wissen ja, dass es den gibt. Ach, deine Erklärung ist doch Quatsch. Ja, aber du kannst jetzt nicht ignorieren, dass wir in der Rückblende, die 2000 Jahre alt ist, sehen, dass dieser Charakter damals schon gelebt hat. Also ist sie definitiv auch ein Zylon. Ja, das stimmt. Und sonst hätte sie ja nicht in der heutigen Zeit leben und sterben. Das stimmt, aber sie ist zwangsläufig und von dem Kenntnisstand, den wir haben, sehr unwahrscheinlich der letzte der 5. Nee. Ja, weil sie ist tot. 6. Ja, aber warum soll sie denn nicht tot sein? Es gibt auch andere Zylonen, die tot sind. Genau, dann können ja alle die auch der letzte 5 sein. Die anderen 100 Milliarden. Die waren ja vorher bekannt, aber wenn sie halt gestorben ist und sie war außerhalb einer Reichweite von irgendeinem Auferstehungsschiff, dann ist sie tot. Wir wissen ja, genau, und wir wissen ja gar nicht, wie die letzten 5 funktionieren. Richtig, wir wissen ja noch nicht mal, ob die überhaupt auferstehen. Das wissen wir auch nicht. Aber irgendwie, weil die müssen ja wieder auferstehen können. Also ich meine, was sie sagen. Okay, wir können ja einfach mal Jan fragen als
als... Als Nichtwissender. Also ich meine, ja. Sie sagt zu Tai... Was glaubst du denn, wer der fünfte Zulon ist, Jan? Ich sage jetzt erstmal, was sie zu Tai sagt in dieser Rückblende. Sagt sie zu ihm, ja, wir sehen uns wieder, wir in einem neuen Leben. Dieses ganze Jada Jada kann man eben sagen, im Leben nach dem Tod oder wirklich in so einer Art Auferstehung. Ja, was ich viel verwirrender fand, dass er genau dasselbe Alter hat wie jetzt gerade. Ja, oder in dem Leben, was sie jetzt gerade geführt haben. Das liegt einfach daran, dass es eine Erinnerung ist und das sehen alle so aus, wie sie jetzt gerade aussehen. Ja, aber auch das, also darüber kann ich dann noch hinwegblicken. Aber dass sie halt sagt, wir sehen uns im nächsten Leben, vielleicht erstehen die alle wieder auf und dann machen das diese Zylon-Modelle auch. Ja, aber das müssen die doch auch. Die sind doch alle in der Atombombe verdampft. Wir haben doch die Überreste von Tyrell gefunden und der stand halt daneben. Also muss er doch auch wieder aufgestanden sein. Ja. Ja, aber sind also nur der Beweis steht doch schon quasi direkt nein, vor uns. Du weißt doch nicht, ob nur diese fünf wieder auferstanden sind oder alle von diesem Planeten. Das ja, weiß man okay, nicht. Okay, das kann ja sein. Vielleicht gibt es einfach noch zwei Milliarden Geheime zu lohnen. Und dann aber Ellen halt ist auf jeden Fall einer davon. Und dann gibt es eben das nur ist doch genau der Punkt, die es eben gibt nur eine feste zu den Anzahl. Anderen Kolonien gekommen ja, und die anderen, die wir schon kennen. Die nicht dann nennt. Eben, also das sind dann diese fünf, die eben zu den anderen Kolonien gegangen sind und die dortigen Zylonen, ich nenne es mal geupgradet haben. Sonst würden die existierenden Zylonen die ja nicht so verehren. Ja, genau. Und wenn, gibt es dann vielleicht noch einen sechsten Zylon, von dem der das Mastermind hinter allem ist. Und das ist dann Ellen, die eigentlich jetzt irgendwo sitzt und ein Katzenskelett streichelt. Zylone, ein Katzenzylon. Ja. Mit so einem roten so ein Sony-Roboter, Hund. Ja, genau. Der immer wieder die gleiche Animation macht. Und immer so ein Rückwärtssalto macht. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe auch erst gedacht, okay, Starbuck ist ja jetzt garantiert der letzte Zylon. Und dann war diese Rückblende mit Tai und Ellen, dann dachte ich, ha, ja, dann war Ellen wohl die letzte fünfte Zylonin und deswegen wird auch immer sagt, wie heißt noch, Diana sagt ja auch, dass nur vier bei der Flotte sind und sie redet ja gar nicht von Starbuck. Das also stimmt. Müsste das es ja Ellen gewesen Punkt, sein. Starbuck war ja auch bei der Flotte. Sie war auch bei der Flotte. Und Ellen macht halt erstmal Urlaub. Ja. Ellen ist in einem unterirdischen Grab auf Caprica, Neu-Caprica. Jo. Leute, ich bin noch da. Hallo. Mario, wolltest du was sagen? Ach, nein, ich habe gerade animiert, wie so ein. Achso. Ich dachte, du meinst dich. Nein, ich bin da, das weiß ich. Ich würde auch gerne mal wieder was sagen. Hallo, frag mich Mario. Was. Das klang jetzt so, als hättest du jetzt irgendwie 3 Minuten geredet, aber die Mute-Taste ja. angehabt oder so. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. Kam schon vor. Ich meine, ich denke mal, die wichtigste Frage ist jetzt, gut, auch wenn Ellen jetzt dieser fünfte Zylon ist, oder auch nicht, ist ja scheißegal eigentlich, ist Starbuck eigentlich auch eine, oder was ist sie eigentlich, weil sie hat ihre Leiche gefunden, weil sie ist ja gestorben, in dem Sinne. Oder ist sie in einem alten Leben gestorben, oder ist sie wiedergeboren worden? Weil das ist ja die Frage eigentlich. Wer ist Starbuck? Finde ich interessanter. Ja, weil sie ist ja noch da. Ja. Keine Idee. Also echt, da lasse ich das einfach auf mich zukommen. Ich weiß nämlich auch wirklich überhaupt nicht mehr. Schade. Na gut. Wer ist Starbuck? Vielleicht wird es der Folgentitel für euch. Wer ist Starbuck? Haben wir sonst noch irgendwas in der Folge vergessen? Ja, ich habe vorhin noch einen netten Satz in der Wikipedia gefunden, den ich auch schon in Slack gepostet habe. Nochmal zu diesem Thema, von wegen, da war ja irgendwie hier Writer's Strike und so weiter und
Und da stand, dass James Edward Olmos irgendwie die ganze Zeit rumgelaufen ist und so, um die Szenen emotionaler machen, zu machen, den Leuten erzählt hat, oh, wir werden abgesetzt, oh, es geht niemals weiter, schlechte Stimmung, ich finde das voll cool, dass dieser, so der gemachte Schauspieler, dem es eigentlich auch scheißegal sein kann, weil er nicht wirklich drauf angewiesen ist, da rumläuft und die Leute alle fertig macht, weil so deren Karriere davon. Und dann hat sich die Schauspielerin von die wirklich erschossen. Ja. Ich wollte gerade sagen, da bildet sich gerade eine Theorie in meinem Kopf, dass das Set der Galactica gar nicht in Character zerstört wurde, sondern das waren die Schauspieler und die sind da total ausgerastet und die haben einfach weiter mit der Kamera draufgehalten. Also das Set da von der Erde, das wurde tatsächlich auch zerstört bei einem Sturm und das mussten die ganz schnell wieder aufbauen. Oh. War das auch in Kanada? Ja. Okay. Blame Canada. Und das war irgendwie auch, das war schlimm, weil sie Xena nur noch irgendwie für einen Tag hatten und das war alles. Das war dann musste sie wieder in die Box. Dann musste sie wieder zurück in die Box, ja. Okay. Also gleich. Ja, aber ich finde diese Vorstellung so schön, wie die Leute, die alle so aufblicken zu James Edward Olmos und er die ganze Zeit rumläuft und ihnen einredet, dass sie morgen arbeitslos sind. Jetzt ist die Frage, Ben hat ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die Gefahr bestand, ob die wirklich bestand oder ob dieses Gerücht nur aufgrund von James Edward Olmos entstanden ist. Und die ganze Welt hat es dann aufgegriffen. Aber offensichtlich, da wir ja gesagt haben, dass es nicht die letzte Folge ist, kam danach wohl noch eine, mindestens. Also scheint dieser Streik ja die Serie nicht beendet zu haben. Richtig. Es hatten ja alle Serien in dieser Zeit da die Probleme eben. Mhm. Da gab es ja überall Verzögerungen und nur Halbstaffeln und sowas. Ja, die Qualität hat ja auch drunter gelitten irgendwie, genau. Habe ich das Gefühl. Das wissen wir, wenn wir Quantum Solace gesehen haben. Das hat nämlich auch dieses Problem gehabt, dass sie keine Autoren hatten für einen Bond-Film. Ah, das erklärt, warum ich ihn nicht so geil fand. Mhm. Gibt es weitere Fun Facts, Informationen oder vergessene Inhalte? Ich glaube nicht, ne? Die Bücherverbrennung hatten wir, ne? Ja. Mhm. Mehr nicht. Das war das Wichtigste. Ach so, dieses Gespräch, was nochmal wo der Titel nochmal drauf verweist, mit den Füchsen. Ach, das habe ich, also ich habe es im O-Ton geguckt und den Part habe ich null verstanden. Das ist ja zwischen Tai und Adama in diesem Zimmer mit, genau. Mit der Pistole, da erzählt ja. Situation da, genau. Genau. Da erzählt ja Adama, dass er irgendwie eine Fabel kennt oder, keine Ahnung, von seinem Großvater irgendwas oder von seinem Vater gehört hat, dass es mal irgendwie so eine Szene gab, dass Füchse immer die Hühner angegriffen hatten oder sowas und dann irgendwann haben die Hunde des Bauern haben die Füchse gejagt und haben sie dann bis zum Fluss getrieben. Und die Füchse sind dann in den Fluss und manche davon sind drüber geschwommen, aber manche haben sich in der Mitte des Flusses einfach weiter treiben lassen von der Strömung bis ins offene Meer, wo sie dann von Fischern gefunden wurden. Und dann war so die Reaktion von Tai darauf, eben weil sie die Lust am Leben verloren haben oder so. Genau, weil sie einfach müde waren. Ja. Also müde im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Das ist sozusagen dann der deutsche Titel, der da drauf verweist und dann ja subtiler auch tatsächlich der englische. Und damit kommen wir zur Bewertung. Jan. Das eindeutig Beste an dieser Folge finde ich den Niedergang und das Wiederaufstehen des Admirals. Ich habe sie alle enttäuscht und dann will er sich umbringen lassen, weil er es nicht selber schafft. Und dann bringt Tai ihn wieder auf die Füße und er hält mit einer der besten Ansprachen in der ganzen Serie, finde ich. Weil macht für mich wirklich Sinn, wenn er halt sagt, die wurden jetzt zerbombt, die sind raus und haben irgendwas Neues gefunden und was die können, das können wir schon lange.
Und dann hatte ich eigentlich erwartet, dass die ganzen Leute, dass sie die Leute im Schiff zeigen, wie sie aufstehen, ihren Hosenstall zumachen, das Graffiti von der Wand wischen und wieder an die Arbeit gehen. Aber im Vergleich zur vorigen Folge fand ich sie eben nicht ganz so gut. Irgendwie war sie, was eben auch der Erfahrung geschuldet ist, dass die Erde kaputt ist, wie man im Englischen sagte, all over the place. Also es gab so viel verschiedene Sachen in dieser Folge. Ich gebe der 7 Punkte. Immer noch gut, aber nicht ganz so gut. Mhm. Phil? Ja, schwächer als die letzte Folge. Aber ich fand die Folge immer noch sehr stark. Also ich finde diese depressive Stimmung, einfach diese Enttäuschung darüber, dass es mit der Erde jetzt doch nicht so lockerflockig das Ende ist, sondern alles doof. Auch wenn ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht habe vorhin, wurde das schon gut erzählt, finde ich, was für ein riesen Einfluss das einfach hat auf die Leute, dass sie da alle ganz schwer dran zu beißen haben und das irgendwie erstmal verdauen müssen. Ich fand damals, ging mir das mit Starbuck, ging mir das genauso wie Jan jetzt auch, dass ich mir dachte so, ah ja, okay, das schaue ich mir mal noch weiter an. Ich warte da jetzt einfach mal ab, wie das weitergeht. Diese Enthüllung von Ellen als Zylon hat mich damals also extrem überrascht, weil ich die nie als so also wirklich zentralen Charakter wahrgenommen habe. Und war aber auch gespannt, ob das jetzt vielleicht dazu führt, dass ich sie irgendwie lieber sehe, weil ich habe mich immer sehr, sehr schwer getan mit dem Charakter. Okay. Ich glaube, ich gebe 8 Punkte. Also klar, nicht mehr so der ganz große Wurf, aber ich fand es immer noch alles sehr stark abgeliefert. Okay. Mir geht's da ähnlich. Ich fand die ähnlich gut wie die letzte Folge. Tatsächlich, dadurch, dass die Musik und so jetzt nicht so präsent war, die Ante war schon, da es auch ein Staffelfinale war, noch ein bisschen mehr auf den Punkt, aber mir hat die ähnlich viel Spaß gemacht und ich fand die ähnlich großes Drama an ganz vielen Stellen. Und noch einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, weil Jan, du hast eben gesagt, diese Rede fandst du toll. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass sie mich an Tropico erinnert, weil der auch irgend sowas sagt wie, ja, es gibt Probleme, es gibt immer Probleme. Okay, kann gut sein, das ist ja auch ein großartiger Film. Ja, nein, ich meine Tropico, das Spiel, Computerspiel. So. El Presidente, er sagt das immer, wenn er reden hält. Ja, nur als Gag. Ja, ich fand die sehr gut und habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, hey, gibst du auch 10 Punkte, aber ich glaube, ich gebe ihr dann auch nur 9. Ich meinte Tropic Thunder. Ach so. Da hätte ich mir so eine Rede nämlich auch gut vorstellen können. Wir holen die aus diesem Lager raus. Wir schaffen das. Okay, dann Ben. Ja, ich gebe der Folge 8 Punkte. Ich fand sie auch, zwischen 8 und 9, aber ja, ich bleib bei 8. Ich fand die Folge auch gut, nicht so gut wie die letzte Folge, aber wie ihr schon gesagt habt, diese düstere Stimmung und einfach zu sehen, was für Folgen diese Entdeckung auch für die Stimmung und für die Crew und die Leute auf den Schiffen hat, das fand ich stark. Es muss ja nicht immer Action geben, aber das fand ich schön dargestellt, auch wenn es ja tatsächlich teilweise ein bisschen schnell ging. Aber wir haben ja jetzt rausgefunden, das lag ja daran, dass die Leute Angst hatten, dass sie ihre Arbeit verlieren und hatte ja nichts mit der Geschichte zu tun, von daher passt das wieder. Alles in allem fand ich die letzte und die hier ergeben eine sehr schöne, gesamtgroße Folge, muss ich sagen. Okay, und als Abschluss Mario.
Ja, jetzt kann ich auch mal wieder viel sagen. Alles, was ihr gesagt habt. Achso, du musst noch was anderes sagen. Nämlich, wie passiert es ja eigentlich nicht. Nein, Tim. Okay. Jetzt nicht. Denn es ist etwas passiert, ja. Einiges ist passiert mit den Charakteren, ja. Ja, eigentlich, ihr habt eh schon alles gesagt. Als ich damals dann auch erfahren habe, dass Ellen dann die, also anscheinend doch der letzte Zylone ist, war ich etwas enttäuscht. Weil ich dachte mir halt damals, ja komm, der letzte Zylon, weil der war ja dann noch nicht, da wusste sie noch nicht, wer das ist in der letzten Folge, das ist sicher so der Mastermind, der Strippenzieher von allem und der ist sicher super böse, mega super böse, wie ich ja. Und dann erfährst du sowas. Ich weiß nicht, ich meine, ich war überrascht, aber doch etwas enttäuscht, weil ich mir was anderes erhofft habe irgendwie, dass es in eine andere Richtung einschlägt. Aber das ist auch gut mit Ellen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass sie das jetzt doch relativ zeitig noch aus dem Weg geräumt haben und dass das nicht irgendwie noch bis zur vorletzten Folge so in die Länge ziehen, das große Geheimnis bleibt, dem jetzt alle hinterherjagen, sondern dass das jetzt einfach, das jetzt einfach abgehakt ist und jetzt kann man irgendwie die Geschichte zu Ende erzählen. Genau. Ich finde es auch ziemlich gut, dass es jetzt so ist, weil das wäre dann wirklich ein bisschen zäh wieder. Ich fand die Folge eh ziemlich cool eigentlich. Aber ich muss jetzt 8 Punkte hergeben. Weil ich letztes Mal ja hochgeschraubt habe, habe ich jetzt auch bei der Folge ein bisschen hochgeschraubt. Okay. Aber schöne Normalverteilung. Letzte einmal Worte. 7, 3 mal 8, einmal 9. Okay. Letzte Worte. Ich habe tatsächlich 2. Was? Ist die auch Wort? Einmal Inflation. Burn Bible Burn. Und einmal die wie Dead. Ach ja, muss noch jemand an Endor und Vader denken, als Starbuck sich verbrannt hat? Nee, da muss ich an ganz viele andere Leichenverbrennungen denken. Na gut. Ich habe auch an Endor und Vader kurz gedacht. Ja, tatsächlich, ja. Beim ersten Mal. Der nächste. Achso, hast du jetzt schon 2 oder 1? 2, aber du hast ja nicht zugehört. Ja, mach nochmal. Da musst du beim Schneiden nochmal lesen. Ja, okay. Nachhören. Dann. Ist mir auch egal, nehme ich halt ein anderes. Das machst du doch eh im Zweifelsfall. Dann, wer war dran? Phil. Die hat genug. Okay. Ich sag, on a second thought, let's not go to Earth, it's a silly place. Ben. Wissenschaftsbalter. Und Mario. Kiss, kiss, bang, bang. James Bond. Und so endet es. Ja. Die Serie. So heute. So hätte die Serie enden können. Es geht noch weiter auf der Suche nach einer neuen Erde. Noch grüneren Erde. Auf noch Mars. Ja. Vor 4000 Jahren. Oder nach Europa. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe letztens gelernt, dass die Schweiz wirklich eine Marine hat. Die wird im Bodensee vor Anker. Versenkt. Bodensee vor Anker. Versenkt. Falls die Deutschen mal wieder angreifen. Nein, falls mal ein Käsestück in Fondue verloren hat. Nee, keine Ahnung. Ich meine, die Liste an Ländern, die wir in den letzten 200 Jahren nicht überfallen haben, die ist nicht sonderlich lang. Aber die Schweiz. Ja, aber auch auf Operation Pannenbaum. Weil immerhin haben wir es vorbereitet. Die Schweiz hat nämlich damals ihre Krieger verkauft als Söldner und deswegen wollte sich kein Herrscher mit der Schweiz anlegen, weil sie sonst den Geldhahn zudrehen. Doch, weil man hätte sich doch denken können, die Leute, die sind alle die Soldaten sind in aller Herren Länder, aber nicht in der Schweiz. Naja, man wollte halt immer einen Schweizer in seiner Haustruppe haben, also ein paar Schweizer. Der Papst. Weil der Papst angeblich auch. Waren die Schweizer richtig krasse Krieger damals. Der Papst auch. Ja, der Papst hat sie bis Papst heute. Papst war auch ein richtig krasser Krieger. Aber ein richtig krasser Krieger. Der ging so richtig. Damals. Der hat ja auch den Fischerring. Also immer, wenn der Papst sagt, jetzt alle mal nach Jerusalem, hopp, hopp, dann springen die Ritter. Was macht der Fischerring eigentlich? Der Feuerring ist klar, der Luftring ist klar, der Erdring ist klar, aber der Fischerring? Kommt dann da. Ich glaube, den musst du ins Wasser schmeißen. Und dann mit Wein geht er unter. Okay, also so ähnlich wie der eine Ring. Ja, aber den sollst du ins Feuer werfen. Oh, nee, Tim. Ja, so. Verdammt.
Aber das heißt jetzt in PK, die J.J. Abrams Star Trek Filme sind doch auch passiert, oder? Das habe ich schon richtig verstanden. Das war doch diese Katastrophe mit den Romulanern, ja, war doch Supernova, das, was Spock genau. da, oder? So habe ich es auch verstanden. Ich habe aber auch die ganze Zeit überlegt, der Leonard Nimoy nicht in dem neunten Film passiert, ne? Da ist nichts mit Romulus passiert. Ich habe den nicht mehr im Blick. Nee, das war doch der, wo Leonard Nimoy in die Vergangenheit gereist ist, oder? Ja, genau. Aber ich habe gerade, also ich habe während der Folge überlegt, ob hier die Supernova auch quasi im letzten Kinofilm schon stattgefunden hat. Aber ich meine nicht. Aber ja, theoretisch spielt das jetzt in der neuen Zeitlinie und nicht mehr in der alten. Also in der JJ-Zeitlinie. Also dürfte es Vulkan auch nicht mehr geben. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Was? Erfahren wir? Ja, aber ich bin da eh nicht so richtig drin. Ich habe also nur gerade gefragt, ob das jetzt, ob Picard, ob da die J.J. Abrams-Filme berücksichtigt ja, sind. Ja, das ist, sonst wäre ja Romulus nicht explodiert. Ja, du fasst ja, also, jetzt gerade zusammen, was wir gerade. Ja. Also spielt es quasi in der neuen Zeitlinie und dürfte eigentlich Vulkan auch nicht mehr. Nein, es spielt nicht in der neuen Zeitlinie, es spielt in der normalen Zeitlinie, weil die anderen nicht sind in ja der alternativen Zeitlinie. Genau. Die anderen sind ja dann in die alternative Zeitlinie geschleudert worden. Ja, ja. Star Trek? Genau, weil Vulkan war ja danach, oder? In der alternativen Zeitlinie. Die J.J. Abrams Zeitlinie. Ja, aber die, Moment, die alternative, ja, es kommt immer drauf an, die alternative Kelvin Timeline. Die hat ja in dem Moment begonnen, wo Nero mit dem Schiff in die Vergangenheit gereist ist und Kirks Vater umgebracht hat. Hä? Das war der erste Abrams-Film, ne? Genau. Ach so, stimmt. Und dann. Das war ja das mit dem Autorennen. Hat die Zeitlinie begonnen. Ist jetzt die Frage, ob Picard quasi in der ursprünglichen Zeitlinie spielt, wo Romulus zerstört wurde und dann Spock aus dieser Zeitlinie quasi in die andere zurückgereist ist? Oder ob das in der Zeitlinie spielt, die nachdem Nero in diese Zeitlinie zurückgereist ist und alles verändert hat? Egal, Hauptsache es ist ein guter Film. Ja, okay. Hauptsache Kirk spielt mit. Wir müssen einfach mal gucken, wenn Vulkan noch existiert, ist es die alte Zeitlinie, wenn Vulkan weg ist, ist es die neue Zeitlinie. Ich denke eher, dass der zu Hause sitzt und schon die ganze Zeit sauer ist, dass es keine Kirk-Serie gibt. Picard, was hat der denn schon gemacht? Ich mach Musik. Danny Crane. Ja genau, ich wollte gerade sagen, der sitzt jetzt auf seinem Balkon mit seiner Zigarre und dem Whisky und beschwert sich darüber. Mit James Spader, der so per Skype zugeschaltet wird auf so einem Tablet. Früher war alles besser. Weißt du noch damals? Und den Typen, den die jetzt als Scotty oder hier als, wie ist noch der Russe, der gestorben ist? Jelchin. Ja. Tschekhov. Pavel. Tschekhov, ja. Wenn die da gecastet haben, nee. Da könnt ihr alles nachlesen. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht. Mir ist das Make viel it zu so. Text. Ach, dann sollen wir es lesen. Ja, so sehr interessiert mich Star Trek halt nicht. Kannst du nicht einfach sagen, was da drin steht? Das ist mir zu viel Text. Ach so. Mir auch. Ich habe auch angefangen, diesen Podcast über die Serie zu hören. Ist sehr gut. Gefällt mir. Wie diesen? Es gibt bestimmt nur einen. Welchen? Der willst du den Titel wissen? Ja. Ja, der Tim, der ist ein crazy Hund, der will manchmal die Namen von Dingen wissen. Ich gehe den Dingen nämlich auf den Grund. Gestern, heute, übermorgen. Ja. Die haben schon Mitte 2019 angefangen und haben da so Next Generation Episoden besprochen, in denen Picard eben oder die sich sehr um Picard drehen. Ich höre das Discovery Panel, die haben das auch gemacht. Die haben auch jetzt gesagt, es haben ja irgendwie alle Podcasts 27 verschiedene Picard-Folgen vorgeschlagen, die man alle hätte sehen sollen als Vorbereitung und man hätte wahrscheinlich nur Measure of Man gucken müssen. Das ist die Folge, wo es darum, man muss gar nichts um die Rechte von Data geht, ob Data als künstliche Lebensform Menschenrechte hat oder nicht. Ja, aber selbst das wird ja doch hier in der Pilotfolge zusammengefasst. Nein, nicht mehr. Was denn? Nein, ich meine, die Zusammenfassung ist nein, nicht mehr. Ach so, ja. Ja, aber ich finde, die machen da einen guten Job.
das sowohl für Leute interessant zu machen, die, die schon in Star Trek drin sind, als auch für Leute, die, so die wie Witcher. Damit. Ja. Da war ich ja auch überhaupt nicht drin und bin jetzt voll drin. Hast du das weitergespielt? Nee, bin ich noch nicht zugekommen. Muss ja alles zusammenbringen. Witcher, Divinity, Podcast, Arbeiten. Picard. Rollenspielen. Ja, Arbeiten. I do not like working at all. Oh, guck mal, wir sind hier in der Überzahl von noch aktiven Mitgliedern. Achso, ich dachte, von was? Von was? Von SW Empire. Ach so, ja, seid ihr selber schuld. Ja. Verstehe ich nicht. Ihr könnt ja runterkommen. Ich bin hier. 8 freie Pots. Keine Reaktion. So ist das immer, weißt du? Ich hab extra schon eine Schlafcouch gekauft, als ich hier eingezogen bin. So viele Leute auch aus Aachen haben gesagt, ja voll, ey, ich komme dich besuchen. Meine Familie hat es gesagt. Bis heute war meine Freundin als einzige Person aus Deutschland hier. Bist du noch in Zürich oder woanders? Ne, Zürich. Ach, da war ich ja schon, das ist langweilig. Zürich ist schön. Ja, okay. Da war ich eineinhalb Wochen lang. Ich meine, es ist eine schöne Stadt, doch. Also, ich bin nur zu Fuß. Es ist eine schöne Stadt, aber jetzt, wo du da bist, muss ich dann. Nein, das ist es nicht. Ein Freund wohnt ja auch in Zürich. Der ist ja an der, wie heißt die technische Uni dort? Die ETH. Tina Turner, ja, genau, wohnt auch in der Zürich. Der studiert ja dort. Oder? Hast du schon Tina Turner getroffen? Hast du nicht? Nee. Udo auch Jürgens ist in Zürich gestorben. Wie heißt der Typ, der dieser türkische Komiker, der früher auf dem deutschen Pay-TV lief? Ich hatte nie deutsches Pay-TV. Ich ja, auch nicht. Nee, war gar nicht Pay-TV, war Sat.1. Privater Kanal halt. Was guckst du hier? Wie heißt denn der? Ich weiß, wie er aussieht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der wohnt auch in Zürich. Der macht mittlerweile, das haben so viele Schweizer mir schon gesagt, ah, hier kennst du den hier deutschen Komiker Kaya Jana. Ja, der macht jetzt ein Programm über Schweizer. Schau dir erst mal an, dann verstehst du uns. Wo ich sage, okay. Okay. Tina Turner ist Schweizer Staatsbürgerin. Echt? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass die eine Villa hat bei Zürich, oder? Tina Turner ist Schweizerin? Seit 2013. Krasser Scheiß, Mann. Und du weißt. Entschuldigung, ich habe dich jetzt voll unterbrochen, aber ich fand das so. Nee, es war auch nicht interessant. Es war ja nur Kaya Jana hat eine Schweizerin geheiratet. Vielleicht Tina Turner. Oho! Der Kreis schließt sich. Der Genfer See ist der auch bei Zürich? Nein, ist, aber somit hat die Schweiz zwei Wassergrenzen an unterschiedliche Länder. An Frankreich mit dem Genfersee und nach Deutschland mit und Bodensee. Österreich mit dem Bodensee. Ja. 2017 hat Tina Turner einen schweren Nierenschaden dank der Organspende ihres Mannes überlebt, nachdem eine homöopathische Behandlung zu einer massiven Verschlechterung geführt hat. Was? Also, das beweist gar nichts. Weil sie Krebs hatte. Also sie hat Homöopathie, das ist ja wie Steve Jobs. Ich bin ganz kurz noch im Klo und dann können wir loslegen. Ja, okay. Danke für den subtilen Hinweis. Der muss so einfach loslegen, er ist doch dran mit zusammenfassen. Apropos subtil, ich habe ja gestern diese Szene mit Obi-Wan gepostet, wo er da Grievous gerade gekillt hat und dann so sagt, so uncivilized und so cool die Waffe wegwirft. Ja. Das ist cool gemacht, weil heute gibt es ja immer dieses Wort Fanservice, was ich sowieso nicht mag. Aber das ist halt so eine Anspielung. Ich mag das auch nicht. Also ich meine, den Begriff mag ich schon nicht, weil das sowas Negatives meint. Der wird immer falsch benutzt. Genau. Ich auch, finde ich auch. Aber was ist denn Fanservice? Das wird ja immer benutzt, wenn man irgendwas einfach Dinge total benutzt werden, die abwerten in dem will. Universum existieren. Also aber mit dem Hintergedanken, dass es nur macht, aber damit alle sagen, grad, was ist Fanservice? Und dann sagt Tim, was es nicht ist. Ach so. Ich sag dir, Fanservice ist für mich
genau da, so eine Referenz abwertend zu bewerten. Das ist ja nur ja, Fanservice. So, das ist ja, das wollen wir ja gar nicht haben. Ja, aber du sagst doch, das ist doch nicht Fanservice. Also nicht die Definition von Fanservice. Nein, sag ich nicht. Dann ich hat sage, Phil das gesagt. Ja, was hat denn Phil gesagt? Was ist denn Fanservice? Ich wollte doch eigentlich nur meine Geschichte erzählen. Aber mich interessiert das halt, weil ich höre das halt auch immer, wenn halt eine Referenz gemacht wird. Hier Deadpool 2 war jede Sekunde eine Referenz und da hat sich ja niemand aufgeregt. Ja, genau. Ja, nein, ich sehe das ja ganz genauso wie Tim auch. Das ist nur ein Begriff, der um Fans zu diskreditieren. Eine bestimmte Art von, naja, nein, eher um Filmemacher zu diskreditieren. Die bestimmte Dinge in ihre Filme einbauen, bei denen sie davon ausgehen, dass es den Leuten gefällt. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube halt, dass es, nee, ist nicht schlimm. Ich glaube, der Unterschied sollte halt da gemacht werden, wird es eingebaut, um eine Botschaft zu senden, um irgend vielleicht auch was Meta zu machen, oder wird es einfach nur eingebaut, weil man es einbauen kann und man weiß, es erzielt einfach die Wirkung. Ja, vielleicht ist guck aber, mal. Also, weißt jetzt komme ich so zurück mal zu meiner Story mit Obi-Wan, weil das passt nämlich ganz genau zu dem, was ich sagen wollte. Das hat da sehr, sehr super gepasst, dieses So Uncivilized, weil erstens war das total im Character von Obi-Wan, der ist ja so, also er ist ja so der Diplomat eigentlich, wird er ja immer dargestellt unter den Jedis. Und außerdem ist er so eine coole Sau. Das ist ja so ein Bond-Move fast, wenn er da so rauskommt und wie Bond sich auf die den Staub von der Schulter klopfen würde oder so. Und diese Anspielung So Uncivilized ist ja durchaus eine Anspielung auf Episode 4, als Alec Guinness als Obi-Wan sagt, das ist eine Waffe aus besseren Zeiten, nicht so plump und ungenau. Nee, aus zivilisierteren Zeiten, nicht so wie Feuerwaffen. Und das macht aber ja nur Sinn, also das ist ja eine ganz subtile Referenz da drauf, ohne dass man das Bild sieht, merkt man das ja gar nicht. Weil der zitiert das ja nicht direkt, sondern sagt einfach nur so uncivilized und schmeißt dabei die Waffe weg. Und das ist total cool, finde ich. Finde ich, bin ich total bei dir. Ich glaube halt, dass dieser Begriff Fanservice auf das abzielt, dass es halt reingetan wird, nur weil man es kann, ohne halt eben so eine Naja, aber die Leute Bedeutung sagen doch, es ist Fanservice, wenn jetzt, weiß ich nicht, in Episode 9, wenn da immer noch irgendwelche AX-Wings rumfliegen, weil die müssten doch alle schon lange ausgemustert sein und die sind uralt. Wenn der Imperator wieder auftaucht. Ich fand's so lustig, meine Freundin meinte, als der Mary-Schauspieler, mir ist sein Name entfallen, auftaucht, meinte sie, wäre es cool, wenn da Pippi kommt und sagt, wir hatten einen Imperator, ja, Mannequin. Aber was wäre es mit dem zweiten? Ich bin wieder da. Sehr gut. Okay, können wir anfangen. Ja. Aber ich finde dein, das war mir nie klar so, Tim, der subtile Bezug auf Episode 4. Gut, dann macht Sinn. Bin ich da sofort. Positiver Fanservice. Was, ist es Episode 9 viel besser geworden, oder? Ja. Okay. Nein. Durch Ewan McGregor, nachdem er General Grievous gekillt hat. Ha, naja.